Musik gefällt mir auch irgendwie. Ihr könnt ruhig gegen euch selber kämpfen. Lieber vorher noch mal. Das wäre besser. Wir sehen uns also gleich vor der Tür. Wir sehen uns also gleich wieder. So, ich habe mich wie komplett geheilt, gespeichert und jetzt. Okay. Ich dachte, jetzt kämpft schon dieser eine Weg. Habe ich mich doch vertan? Na gut, lange dauert es aber nicht mehr. Dann sind wir da. So. Jetzt immer noch nicht? Was haben wir hier? Krafttrank. Das brauche ich jetzt wirklich nicht. Ja, kommt alle Echsen. Ja, hier sind sie alle. Ich frage mich, wo da ein Schlüsselloch ist. Ich würde sagen, it's boss time. Derjenige, der aus Dummheit das heilige Felix betritt, soll die Schmerzen der tausend zermalmenden Seelen spüren. So viel hast du schon auseinandergenommen. Der Boss ist eigentlich relativ einfach. Das einzige Problem hier sind nur diese... die Gegner hier, die ganze Zeit gespawnt werden. Aber dafür... haben wir eine Medizin. Alles schön her? Lange solltet ihr auch nicht durchhalten. Bisschen Ausweichmanöver bei den Gegnern. Bam. Diesen Gegnern könnt ihr uns erschüttern, aber da ich springe... hier spüre ich von dieser Erschütterung glücklicherweise nichts. So. So. Gegner heilen mich auch noch. Ah, super. Jetzt ist seine gnadenlose Energie, dass er sich heilen möchte. Das möchten wir natürlich nicht. Jetzt geht doch mal weg. Und weg ist er. Schön heilen. Jetzt noch einmal durch. Yes! Bam! Reptilicus Maximus besiegt! Das ging doch besser, als ich dachte. Ich dachte, ich würde bei diesem Boss mehr Probleme haben. Jetzt weiß ich es genau. Du bist der Erlöser, Alundra. Spricht jetzt mit mir? Na super, wieder einer dieser komischen Weisen. Einer mit so einer großen, mit so großer innerer Stärke und Entschlusskraft ist wahrlich kaum zu finden. Wenn du entschlossen bist, bis zum Tode zu kämpfen, dann kannst du Melsas herausfordern. Höre meine Worte, Erlöser. Ich werde Jael genannt. Ich bin einer der sieben Wächter. Einst war ich der Schmied, der die Geheimnisse des Lebens verstehen wollte. Um das Böse unter den Sterblichen zu bekämpfen, habe ich mein Dasein geopfert und bin in die Zeit eingegangen. Ich habe darüber nachgedacht, ob dem Licht in deiner Seele zu trauen ist. Aber denk daran, Melsas zu besiegen kann das Ende der jetzigen Wirklichkeit bedeuten. Wenn du mit diesem Risiko leben kannst, dann mach weiter. Der Typ tötet wahllos irgendwelche Kerle. Das kann ich einfach nicht. Krieg ich nichts? Doch, hier sind Sachen. Super. Zwei Truhen. Was haben wir hier? Die Feuerschriftrolle. Super, das kann ich definitiv gebrauchen. Und... hey, endlich mal wieder ein Wappen. Wurde auch langsam Zeit, dass wir damit drauf ankommen.
So, und jetzt... Was soll ich sagen? Wir müssen wieder zurück ins Dorf. Ich mache jetzt einen Schnitt und wir sehen uns dann das nächste Mal im Dorf. Also, bis dann.